je mehr wir den Patienten vom ersten Berührungspunkt schon als Kunden sehen, desto weniger haben wir zum Beispiel später im Verkauf zu leisten. Denn wenn wir uns einfach nur als Mediziner präsentieren und dann müssen wir aber hinterher sagen, ja, die Kasse zahlt das aber nicht. Sie können es trotzdem machen, kostet aber extra. Ja, das ist Ja. so mit einem nassen Lappen einmal ins Gesicht so, ohne Vorbereitung. Da ist nämlich null Empathie dann in dem Moment für den Patienten da, null Verständnis für die Customer Journey, der das vielleicht möchte, aber gar nicht weiß, was gibt es überhaupt, kann ich mir das leisten, ja oder nein, ist das der richtige Zeitpunkt, was muss ich überhaupt beachten, auf welcher Grundlage treffe ich jetzt überhaupt eine Entscheidung? Und da für mich kommt ganz konkret der Kunde rein, dass man sagt, okay, der wird von Anfang an die Hand genommen. Dr. Baxman's Lean Orthodontics. Simply everything that makes you even more successful in orthodontics and practice management. Dr. Baxman is a speaker, Amazon bestseller author, and multi-entrepreneur. Now he takes all that knowledge and brings it to you in one podcast. This is Dr. Baxman's Lean Orthodontics. Martin, wir sprechen heute über ein spannendes Thema, wie ich finde. Wenn ich mich jetzt so mit dem Bereich der Kieferorthopädie beschäftige, ich meine, als ich 10, 11 Jahre alt war, hatte ich auch eine Zahnspange und da hieß es immer, der Patient kommt in die Praxis. Wenn ich in deine Bücher schaue, fällt mir aber auf, dass du nicht von Patienten sprichst, sondern von Kunden. Und da habe ich mich gefragt, warum? Also was ist denn der Unterschied deiner Meinung nach zwischen einem Kunden und einem Patienten, gerade jetzt auch in der kieferorthopädischen Praxis? Ja, das ist eine total wichtige und gute Frage, wie immer. Da kann ich ganz klar zu sagen, erst einmal möchte ich natürlich auf eine gewisse Art und Weise damit provozieren, um erstmal den Denkprozess einzuleiten. Denn hat funktioniert. Ja, das ist schön. Ja. Insofern, das ist gut. Denn ganz klassisch sehen wir im medizinischen Bereich natürlich alle als Patienten. Das ist auch so, das soll auch so sein, das muss auch so sein, das ist unser Hauptaufgabengebiet, dass wir einen Patienten, der möglicherweise eine Krankheit hat, gesund machen oder zumindest von einem Prozess, von einem Zustand in einen anderen bringen, um die Lebensqualität zu verbessern, was jetzt auch immer konkret die Definition da sein mag. Das heißt, Patient ist und bleibt natürlich auch ein Patient. Aber hier sind wir wieder bei dem Thema Customer Journey, worüber wir ja letztens auch schon einmal gesprochen haben. Dass jetzt, sage ich mal, wenn man den Patienten rein als Patienten sieht, wie eine sehr mechanistische, rein medizinisch geprägte, sage ich mal, therapiebetonte Customer Journey für den Patienten einfach bekommen, was einfach ganz viel außen vor lässt, nämlich, dass wir heutzutage in der Medizin einfach auch Dienstleistungsunternehmen sind. Das ist einfach auch dem Wandel der Zeit geprägt, dass man halt nicht nur gesund werden will, sondern vielleicht auch auf eine bestimmte Art und Weise geführt, aufgeklärt, behandelt, auch als Mensch, nicht als, sage ich mal, als Kranker, sondern als Mensch im Umgang gesehen werden will, dass solche Dinge wie Empathie, aber auch Geschwindigkeit der Dienstleistung, Präzision der Dienstleistung, Vorbereitung, Nachbereitung der Dienstleistung eine Rolle spielen. Und da kommt für mich ganz klar dann das Thema Kunde rein. Kunde verbinden natürlich viele ganz konkret mit dem Thema Verkauf. Das sehe ich jetzt gar nicht so im Fokus in dem Bereich. Natürlich ist auch, sag ich mal, auch in meinen Büchern oder auch in meinen Seminaren oder Coaching ist das Thema Verkaufen irgendwo auch ein wichtiger Bestandteil. Aber je besser unsere Kundenreise schon vorbereitet worden ist, je mehr wir den Patienten vom ersten Berührungspunkt schon als Kunden sehen, desto weniger haben wir zum Beispiel später im Verkauf zu leisten. Denn wenn wir uns einfach nur als Mediziner präsentieren und dann müssen wir aber hinterher sagen, ja, die Kasse zahlt das aber nicht. Sie können es trotzdem machen, kostet aber extra. Ja, das ist so mit einem nassen Lappen einmal ins Gesicht so, ohne Vorbereitung. Da ist nämlich null Empathie dann in dem Moment für den Patienten da, null Verständnis für die Customer Journey, der das vielleicht möchte, aber gar nicht weiß, was gibt es überhaupt, kann ich mir das leisten, ja oder nein, ist das der richtige Zeitpunkt, was muss ich überhaupt beachten, auf welcher Grundlage treffe ich jetzt überhaupt eine Entscheidung und da für mich kommt ganz konkret der Kunde rein, dass man sagt, okay, der wird von Anfang an die Hand genommen, wie in dem Beispiel damals mit der Customer Journey schon gesagt auch, wir sind der Reiseführer auf der Reise und dazu gehört auch, dass wirklich die Agenda steht
für die Reise, dass die Reise vernünftig beschrieben ist, dass die Ziele der Reise bekannt sind, sodass der Patient dann auch hingehen kann und kann erstens die Reise wählen und vielleicht auch noch unterwegs ein paar Add-ons. Wenn er in Athen ist, kann er einfach nochmal hier hingehen. Der kann den ganzen Tag irgendwie leckere Sachen essen. Er kann aber auch ins Museum gehen oder zum Parthenon oder was auch immer und sich das aus der Nähe anschauen. Und das kann er dann entscheiden, wenn er vernünftig vorbereitet wurde. Aber das ist ja dann auch so ein bisschen, habe ich mir jetzt gerade, während du es erzählt hast, gedacht, so ein psychologisches Ding. Ne? Also auch für Praxisinhaber, wenn die sich angewöhnen zu sagen, nee, das sind jetzt nicht, weiß wie ich es meine, nicht nur Patienten, sondern auch Kunden. Und die können sich ja auch für jemand anders entscheiden, wenn es ihnen bei mir nicht gefällt. Also da kann man sich ja auch vielleicht selber so als Praxisinhaber ein bisschen beeinflussen, um sich immer wieder zu sensibilisieren, oder? Ja, das ist ein total guter Punkt auch. Erstens, das Thema Psychologie gehört natürlich dazu, ist ein riesengroßer Bereich und ich bin auch total begeisterter Fan davon. Ich setze mich sehr viel mit Wirtschaftspsychologie, Organisationspsychologie und solchen Dingen auch auseinander, weil ich es einfach total wichtig finde. Aber das ist jetzt mein persönlicher Spleen, das musst jetzt du zu Hause jetzt nicht, wenn du gerade zuhörst, unbedingt alles auch im Detail machen, sondern dir auch nur die Quintessenz einfach hier daraus holen zum Beispiel. Aber dass wir einmal ganz klar sehen, dass wir hier die Möglichkeit haben, eine Dienstleistung auch anzubringen an den Patienten, der Patient aber auch die freie Wahl hat, zu sagen, nee, da will ich nicht hin. Und das, was du jetzt ansprichst, der kann auch woanders hingehen. Das kennen wir ja so häufig, dass Patienten zu einer zweiten Meinung kommen. Und das ist auch einer der Irrglauben, die wir sehr häufig haben, dass es bei der zweiten Meinung immer ausschließlich um die medizinische Kompetenz oder um den Vorschlag der Therapiemaßnahme geht. Ich meine, erstens, da könnte ich jetzt auch wieder voll lange zu ausholen, ist es natürlich so, ich erwähne einmal kurz das ABCD-System von mir. Es gibt immer eine endliche Anzahl von Therapiemöglichkeiten, die man dem Patienten einfach schon aus forensischen Gründen, aber auch aus Fairnessgründen einfach vorstellen sollte. Mhm. Und der Patient am Ende des Tages dann die Auswahl hat aus den Möglichkeiten, die man natürlich ein bisschen gewichten kann, je nachdem, was passt jetzt zu dem Patienten und so weiter. Was sind die eigenen Stärken? Was kann ich überhaupt umsetzen? Aber auch, was ist evidenzbasiert und so weiter. Ein Thema lege ich mal einmal zur Seite. Das heißt, das sollte eh passen als Nummer eins, dass man sagt, die medizinische Aufklärung, die ist vollständig, die ist korrekt und die passt. So. Trotzdem wird es aber Patienten geben, die eine andere Meinung sich einholen irgendwo. Das kann einmal in der Psychologie des Patienten selber sein, dass die irgendwie mal so ein Mindset entwickelt haben, ich mache das immer, egal wie überzeugend das ist, ich frage immer 10 Leute, bin hinterher dann noch verwirrter als vorher, aber egal, das gibt es natürlich auch. Dann gibt es aber auch die sagen einfach, ja cool, das war total interessant, was der mir erzählt hat und die Therapie macht auch alles total Sinn, aber irgendwie, ich konnte schon den Parkplatz nicht vernünftig finden, dann war da kein Schild in die Praxisräumlichkeiten, ich habe immer wenig Zeit, ich bin berufstätig, wenn ich dann erst 15 Minuten Parkplatz suchen muss, dann dahin laufen, dann dauert der Termin irgendwie, dann habe ich in der Praxis nochmal 20 Minuten gewartet und dann, wenn ich da jedes Mal eine Stunde oder anderthalb Stunden verbringen muss, ja, dann kann ich gleich meinem Arbeitgeber sagen, das war's. Und das ist wahrscheinlich das, wo der Kunde oder der Patient dann sagt, es passt halt einfach nicht, ne? Wenn er so mehrere Sachen zusammenkommt. Ja. Genau, wenn er überhaupt es so direkt quasi sagt, das ist ja auch was, oft sagen die dann irgendwas anderes, die sagen dann, mir ist zu teuer oder keine Ahnung, oder ich will einfach eine zweite, weil die es entweder vielleicht selber gar nicht genau wissen oder weil die auch den Konflikt nicht wollen. Die wollen ja auch dem Arzt nicht unbedingt sagen, ey, deine Organisation ist einfach so Mist, ja, du bist bestimmt ein toller Arzt, aber alles, was da drumherum läuft, das funktioniert halt überhaupt gar nicht, deshalb komme ich nicht wieder. Da gibt es sicherlich Patienten, die das auch tun, aber in der Regel will man doch auch gar keinen Konflikt dann dort haben. Und gleichzeitig aber ist es Praxisinhaber würde man damit wahrscheinlich auch total schlecht umgehen können, wenn jemand so forscht und direkt einem das um die Ohren haut. Ja, aber ist es denn für Praxisinhaber heutzutage schwieriger, neue Kunden, Patienten zu gewinnen? Weil ich meine, es hört sich auch die ganze Zeit so an, die Praxen, die arbeiten ja auch an sich. Ne? Wie gesagt, wir hatten über die Customer Journey gesprochen, die möchten, dass sich der Kunde wohlfühlt. Dementsprechend wachsen ja auch die Ansprüche der Kunden, wenn die irgendwo schon mal gut behandelt worden sind, erwarten die das ja vielleicht auch von der nächsten Praxis. Ist es denn heutzutage schwieriger, neue Kunden zu gewinnen im Bereich der Kieferorthopädie oder würdest du sagen, da hat sich nicht so viel geändert? Ja, es hat sich schon einiges geändert, weil insgesamt, sage ich mal, die Dichte von kieferorthopädisch tätigen Praxen insgesamt deutlich höher geworden ist, sag ich mal, und weil auch weitere Player dazugekommen sind, die im Prinzip eigentlich
sehr positiv das Ganze entwickeln lassen könnten, wenn wir clever wären als Kieferorthopäden, solche Smile-Shops und so, die natürlich, sage ich mal, auf eine recht unethische Art und Weise oder medizinisch sehr dubiose Art und Weise auch medizinische Dienstleistungen anbieten, andererseits aber eine Sache immer sehr, sehr gut gemacht haben, nämlich die Bedürfnisse des Patienten verstanden haben im Sinne von Erreichbarkeit, Geschwindigkeit, Responsivität und so weiter, das Fokussieren der Dienstleistung wirklich auf das, was den Patienten am meisten interessiert und für den am wichtigsten ist und so weiter. Das haben die schon sehr, sehr gut gemacht. Da können wir jetzt eigentlich auch von lernen. Und das fehlt in der Kieferorthopädie zum Teil, sodass ich da grundsätzlich sagen würde, ja, es ist definitiv schwieriger geworden, weil insgesamt das Angebot viel größer ist, aber weil auch, sage ich mal, der Blick von den Patienten ganz anderer geworden ist. In Deutschland haben wir jetzt noch ein weiteres Problem, was ich auch einfach mal für meine ganzen Mitstreiter hier in der Kieferorthopädie einfach ansprechen will. Dieser Wahnsinnsbürokratiewust, der einfach wirklich nur in Deutschland so total überdreht gestaltet wird, was natürlich auch so eine Customer Journey manchmal wahnsinnig umfangreich macht. Wenn man überlegt, wir haben mittlerweile als Mitarbeitende genauso viele Verwaltungsmitarbeiter, wie die tatsächlich in der Behandlung tätig sind. Und da geht es nicht in erster Linie nur darum, dass wir denen eine perfekte Customer Journey bieten, was eigentlich noch, was ich okay finden würde, sag ich mal, wenn man Customer Support hätte in dem Fall. Da geht es dann nur um Kommunikation mit Versicherungen, Ablehnung von irgendwelchen Anträgen, irgendwelche Formalia oder IT-Geschichten, die nicht funktionieren und so weiter, die man nachbearbeiten muss, wo so viel Friktion im System ist. Also, ja, so ein bisschen ausgeholt in dem Bereich, ja, kurze Antwort, es ist schwieriger geworden, aber es gibt sehr verschiedene Ansatzpunkte dafür. Und trotzdem halte ich es aber auch für richtig, sich ganz genau auf das Thema Service, Dienstleistung, Kunden als solchen vermehrt zu konzentrieren. Das ist die Zukunft. Ja, ich glaube, das ist auch so, ich meine, es hat ja so auch seine Grenzen, ne? Wenn man jetzt sagt, weil meine nächste Frage, die ich jetzt hier vor einem schicken Zettel notiert habe, wäre gewesen, wie ich als Praxis damit umgehe, dass der Kunde eben diese Freiheit hat. Ich meine, es ist sehr schön für den Kunden, dass er sich sagen kann, ja, wenn es mir doch nicht gefällt, dann gehe ich halt dahin und wenn es da günstiger ist, dann gehe ich dahin. Ist ja schön, aber man kann ja auch nur bis zu einem gewissen Grad diesen Prozess dann beeinflussen, ne, als Praxisinhaber. Also ich kann ja eigentlich nur für mich sagen, okay, ich versuche jetzt meine Customer Journey, soweit es geht, perfekt zu machen. Aber was der Kunde dann letztendlich erwartet und was er möchte, ist ja nochmal so seine Baustelle, ne? Also wie gehe ich denn damit um, dass der Kunde eben diese Flexibilität hat? Ich glaube, die Flexibilität ist gar nicht das Problem, sondern das Problem ist die Unwissenheit darüber, welche Faktoren dort eine Rolle spielen. Sehe ich immer wieder zwei Ansatzpunkte in den verschiedenen Praxen. Die einen sagen, ja, es können tausend mögliche und unendlich viele Gründe geben, warum der Patient sich jetzt anders entscheidet. Das ist der erste Fehler. Nein, es sind in der Regel nicht unendlich viele, sondern es sind endlich viele. Und vielleicht sollten wir uns da einfach mal die Mühe machen, hinzugehen und nacheinander einfach mal iterativ herauszufinden, welche Gründe gibt es dort denn überhaupt. Und da sind wir jetzt nämlich konkret schon wieder bei der Customer Journey, dass wir dann anhand dieser Gründe, die vorliegen, dort die Touchpoints, die wir haben, erstens Design an die richtige Stelle legen und vielleicht auch dann optimieren und gegebenenfalls immer wieder nachmessen, ob das funktioniert. Das andere ist, das andere Extrem, was ich immer wieder sehe, ist nicht, dass die Leute sagen, oh, es gibt tausend Gründe, warum die so, sondern die sagen, ja, die wollen zu jemandem, der billiger ist. Nee, das stimmt überhaupt gar nicht. Der Preis ist ganz oft überhaupt nicht das Thema und da sind wir jetzt wieder ganz konkret beim Kunden oder auch bei dem Thema Wertschöpfung aus dem Lean. Es geht in der Regel um eine Wert oder eine Werte führt zu weit, eine Werterklärung dessen, was wir dort machen. Eine wertebasierte Aufklärung. Das heißt, wenn der Patient verstanden hat, welchen Wert er tatsächlich bekommt, wird er in der Regel auch einsehen, dass der Preis, der dafür abgerufen wird, in einem gesunden Verhältnis steht. Außer es ist jetzt irgendwie ein Wucher, aber auch dafür gibt es. Es gibt auch Leute, die zahlen 50.000 Euro für eine Uhr oder 300.000 für ein Auto. Das heißt, so eine wertbasierte Diskussion oder Aufklärung, die muss abgestimmt sein auf den entsprechenden Kunden, der dann die Nachfrage dazu liefert. Aber wenn wir davon ausgehen, dass das alles gar keine Rolle spielt und ja, der will einfach nur zu jemandem billiger, nee, der hat einfach gedacht, dass das, was du ihm erklärt hast, nicht wert ist, was du dafür rufst. Und das ist nicht das Problem des Preises unbedingt, sondern es ist das Problem der Erklärung.
Das ist auch, ich gebe da ganz kurz noch in einem Beispiel aus dem Alltag dazu, weil das ist natürlich bei uns auch immer wieder in den Gesprächen, dass ein Patient sagt, ja, die Zahnspange, die kostet bei dem Zahnarzt aber nur so viel. Ich auch sage, ja, wir verkaufen keine Zahnspange, sondern wir garantieren ein Ergebnis in einem bestimmten Zeitraum auf eine bestimmte Art und Weise. Und das wird komfortabel mit den und den Maßnahmen erreicht. Das heißt, Sie haben hier mal einen Ansprechpartner, Sie werden zurückgerufen, Sie kriegen alle Informationen, die Sie brauchen für Ihre Entscheidung. Wenn ein Problem ist, dann sind wir für Sie da und so weiter und so fort. Das ist im Prinzip das, was es entsprechend gibt und was dann Okay. entsprechend kommuniziert werden kann. Ja. Das bringt mich jetzt auch zu meiner letzten Frage, gerade zum Thema Kunde, Patient und so weiter. Ich finde, es passt an der Stelle auch ganz gut, weil wir hatten ja auch schon bei der Customer Journey und eben auch wieder darüber gesprochen, dass es eben nicht nur darum geht, ja, ich möchte jetzt gerade Zähne haben, sondern ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster zu sagen, dass es Kunden ja auch wichtig ist, dass sie sich in der Praxis wohlfühlen und wie du gesagt hast, dass ein bestimmter Wert vermittelt wird, also dass das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, jetzt mal zusammengefasst. Dazu gehört es ja eigentlich auch, dass ich ja, dass ich mit meinem Behandler reden kann, dass ich weiß, wenn ich Fragen habe, ist er da und er beantwortet die auch zeitnah. Was würdest du denn sagen, was ich als Praxisinhaber machen kann, wenn ich sage, ich möchte meine Kunden-Arzt Beziehungen, nenne ich es jetzt mal, verbessern oder optimieren und damit dafür sorgen, dass mein Kunde auch wirklich bei mir bleibt. Oh, da kommen wir, machst du im Prinzip so eine Box der Pandora so ein bisschen auf, aber ich reiß einmal ganz kurz an, weil ich glaube, da liegt schon das erste Missverständnis in dem, was du gerade erwähnt hast, was die meisten Praxisinhaber nämlich haben, dass sie immer denken, ja, der Patient will mit dem Behandler sprechen, Behandler sprechen, Behandler sprechen und der Praxisinhaber denkt irgendwann, okay, wenn ich also guten Service leisten will, muss ich jetzt 24/7 für alle die ganze Zeit da sein. Und das wollen wir als Unternehmer dann vielleicht auch irgendwann gar nicht mehr. Wir können es auch gar nicht leisten. Und wir sind auch vielleicht gar nicht gut in den Dingen, die dann im Prinzip gefordert sind. Weil ganz oft geht es nämlich nicht um unsere spezifische Aufgabe. Jetzt kommen wir dazu. So wie wir die verschiedenen Touchpoints designen sollten, unsere Prozesse klar haben sollten, so sollten wir auch die Rollen von unseren Mitarbeitenden in der Praxis einfach klar auf dem Schirm haben. Und da kann ich als Praxisinhaber einfach auch ganz verschiedene Rollen haben. Ich kann der Unternehmer sein, der das Ganze strategisch steuert und so weiter. Davon sollte der Patient überhaupt nichts mitkriegen. Das ist irgendwo im Hintergrund. Das ist das eine. Das andere ist, ich kann aber auch der reine dienstleistende Arzt sein, der einfach eine ärztliche Tätigkeit durchführt, sprich einen Eingriff. Das heißt, das ist eine Rolle. Und es kann manchmal total sinnvoll sein, wenn ich als Arzt, weil ich das eben am besten können sollte und am besten kann, dass ich mich darauf konzentriere und dann vielleicht Mitarbeiter habe, die genau das andere alles machen. Das heißt, wenn der Patient eine Frage zur Rechnung hat, warum muss ich nicht als Arzt das beantworten? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Da kann Also man hätte viel ich besser. eigentlich besser. Ja, Entschuldigung. Ja, nee, gar kein Das Problem. hat nur Weiter. gerade Klick gemacht bei mir. Deswegen, Ja, also ich dann habe schieß mal gemeint, dann hätte los. ich vielleicht besser, ja, vielleicht hätte ich dann besser fragen sollen, wie ich die Kunden-Praxis-Beziehung festigen kann und nicht die Kunden-Behandler-Beziehung. Das wäre jetzt so das, ne? Also, dass der Kunde sich eben, wie gesagt, in der Praxis wohlfühlt und dass er sich betreut Genau. fühlt, unabhängig jetzt von wem jetzt erstmal. Genau. Und damit hast du direkt den nächsten Punkt und damit können wir es auch im Prinzip abschließen. Es braucht nämlich einen etwas ganzheitlicheren Ansatz in dem Moment. Das heißt, ich muss erstmal wissen, was sind die Bedürfnisse meiner Patienten? Ich muss wissen, was habe ich überhaupt für Patienten, damit ich weiß, welche ja, Probleme oder Wünsche und Zielsetzungen die haben. Dann muss ich erstmal wissen, was kann ich überhaupt bieten in meiner Praxis? Was ist überhaupt mein Leistungsangebot? Und welche Ressourcen, auch in dem Sinne in Form von Mitarbeitern, Experten und so weiter, habe ich in meiner Praxis zur Verfügung, um das Ganze dann entsprechend auch so durchzuführen, dass die Patienten, die ich mir vorstelle, dann zufrieden sind. Und dann wird das Ganze erstmal rund. Und es geht nicht darum, dass ich einfach, ja, irgendwie, ja, ich bin der Arzt und alles und dann ist das super. Und ich finde das auch mal so geil auf so Webseiten, wenn ich dann sehe, so mein Team. Und dann ist erstmal ein DIN A4 große Close-up von dem Arzt oder so, wo man sagt, Stimmt, okay, das weiß er. narzisstische Persönlichkeitsstörung ist schon mal diagnostiziert. Kann der jetzt auch was? Kleiner Scherz am Rande. Ist natürlich jetzt krass aus dem Fenster gelehnt da mit dem Spruch, aber wo man dann sieht, okay, da ist überhaupt gar nicht klar, wer ist jetzt wichtig. Der Arzt, der spielt eine Rolle. Und wenn der Arzt raus ist, was machen die Patienten? Die fragen erstmal die Assistentin, was hat er denn jetzt überhaupt gesagt? Was meint er denn überhaupt? Würden Sie das eigentlich machen? Und so weiter und Ja. so fort.
Und dann geht es weiter in der ganzen Praxis. Und wenn, wie gerade gesagt, wenn jemand eine Frage zur Rechnung hat, warum soll ich als Arzt die beantworten? Dafür habe ich eine Abrechnungsexpertin. Wenn jemand einen Termin haben will, ja, was habe ich damit zu tun? Dafür habe ich jemanden geschult, der genau die Customer Journey kennt, hoffentlich, und genau weiß, wie geht er jetzt vor, dass die Termine so gestaltet sind, dass das alles reibungslos ist und dass jeder perfekt arbeiten kann. Und dass dann auch ich als Arzt in meiner Rolle als tatsächlich Eingriff produzierender sozusagen, dann auch entspannt und sauber meine Arbeit machen kann. Das ist nämlich der letzte Punkt. Da kommen wir dann wahrscheinlich auch zu den nächsten Fragen beim nächsten Mal einmal wieder, dass wir da ganz, ganz viele Vermischungen einfach haben, weil die Rollen nicht klar sind. Der Chef ist immer der Feuerwehrmann, aber das heißt, er fuscht auch überall irgendwo mit rum. Er ist kein guter Feuerwehrmann, sondern er meint es nur. Er kann es im Prinzip gar nicht. Und dann will er plötzlich eingreifen bei der Terminvergabe. Dann ist dies, dann ist er gestresst. Dann geht er zu spät ins Behandlungszimmer, weil er sich schon wieder mit irgendwas beschäftigt hat, was jetzt gar nicht dran ist. Und das ist alles etwas, was die Kundenzufriedenheit senkt, was die Customer Journey schlecht macht, weil die Rollenverteilung, die Definition der Touchpoints und die Vorstellung von dem, was der Patient tatsächlich will, einfach nicht klar sind. Jetzt kann ich noch einen Werbeblock einführen. Das kann man aber ganz einfach klar machen, wenn man zu mir ins Coaching kommt. Dann werden wir nämlich genau die Dinge einfach mal wirklich individuell für dich und für deine Praxis genau anschauen, mal gucken, wo stehst du jetzt gerade, was für Patienten hast du eigentlich, welche willst du eigentlich haben, und dann bauen wir dir ein super einfach, ein schönes Gerüst, was jeder auch versteht aus dem Team und dann umsetzen kann, und dann läuft das plötzlich viel, viel einfacher und dann macht es auch plötzlich Spaß, sich mal eine Statistik anzuschauen und zu sehen, wow, da haben wir jetzt mehr Patienten und von plötzlich haben wir mehr, die ihre AVLs unterschrieben haben oder ihre Zusatzleistung und so weiter und so fort, und da macht das Thema Unternehmen Praxis dann richtig Spaß.